Herzlich willkommen bei Wetter Online. Wind, Schauer und Temperaturen unter 20 Grad erinnern zur Wochenmitte nicht wirklich an den Sommer. Anschließend geht es aber rasch wieder bergauf. Schon am Dienstag wird es von Westen her merklich kühler und es ziehen zahlreiche Schauer durch. Vor allem vom Schwarzwald bis zur Nordsee weht ein kräftiger Wind. Vereinzelt drohen Sturmböen. Im Osten zeigt sich vor allem vormittags länger die Sonne und erwärmt die Luft auf bis zu 25 Grad. Nachmittags steigt aber auch dort das Schauer- und Gewitterrisiko an. Mit 13 bis 19 Grad ist der Mittwoch der kühlste Tag der Woche. Dazu weht ein unangenehmer Wind, an der Küste gibt es Sturmböen. Meistens wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer oder einzelne Gewitter ab. Am freundlichsten sieht es im Süden aus. Anschließend wird es von Südwesten her wieder wärmer und am Samstag könnte sogar die 30-Grad-Marke überschritten werden. Vor allem im Norden wird man neben sonnigen Abschnitten ab und zu mal nass, ansonsten sieht es länger sonnig und auch trocken aus.